Wie kann ich das Volumen von einem Dinosaurier messen? Hätte mein Dinosaurier eine Form, die einfach zu messen wäre, wie zum Beispiel dieser Würfel hier, dann könnte ich einfach ein Messband nehmen, alle Seiten messen und das Volumen ausrechnen. Wenn es der Eigentümer von meinem Dino würde erlauben, dann könnte ich ihn einfach schmelzen. Ganz klar, kein Verbinden ist eine wirkliche Option. So, was machen wir? Willkommen zur Spielzimmerphysik, wo ich das Spielzeug im Spielzimmer brauche, um Physikexperimente zu machen. Ganz klar, kein Verbinden ist eine wirkliche Option. So, was machen wir? Eine Möglichkeit ist, einen Trick zu brauchen, den Archimedes erfunden hat, die Wasserverdrängungsmethode. Wie funktioniert die Wasserverdrängungsmethode? Wir brauchen eine Tasse, die grösser ist als der Dinosaurier. Und da tun wir zuerst mal Wasser einfüllen zu einem Niveau, das höher ist als der Dino. Wir müssen nämlich den Dino komplett unter Wasser setzen. Jetzt, wo wir das Wasser drin haben, markieren wir ganz vorsichtig das Wasserniveau. Der nächste Schritt ist, wir tun den Dino ins Wasser rein. Und jetzt markieren wir wieder, was unser neues Niveau ist. Der Unterschied zwischen den zwei Wasserniveaus ist das Volumen von unserem Dino. Jetzt habe ich aber hier ein Problem. Meine Tasse hat gar keine Skala. Was sie nur hat, ist so quasi 1, 2, 3. Das heisst, ich kann das Volumen nicht direkt in meiner Tasse messen. Was mache ich denn jetzt? Die Lösung ist recht einfach. Zuerst mal nehmen wir den Dinosaurier raus. Wir gehen in die Küche und holen uns eine Waage. Und was wir brauchen, ist, dass die Dichte von Wasser 1 Gramm pro Milliliter ist. Das heisst, wenn wir das Gewicht messen können, können wir auch das Volumen messen. Also tun wir das Tassli da drauf. Auf 0 stellen. Und jetzt tun wir ganz vorsichtig Wasser einschütten. Bis wir auf der Linie sind, wo wir messen wollen. Voilà, und meine Waage misst mir 9 Gramm. Das heisst, mein Dinosaurier hier hat ein Volumen von 9 Milliliter. Yeah.